Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren Rätselstunde Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder am Rätseln bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter und wenn ihr da draußen dieses Spiel hier euer eigen nennen wollt, dann einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, vielleicht habe ich des Rätsels Lösung, ich weiß es nicht. Wie, was, wo, wer? Also, wir haben hier so ein Blatt Papier gefunden und zum Beispiel sehen wir oben eine 9. Das ist das Ergebnis. Dann sehen wir eine 2 und eine Hydra. Und die Hydra, die ist laut diesem Blatt Papier eine 3. Ja, das würde bedeuten, hier müsste eine 3 plus 2 sind 5, eine 4 rein. Und die 4, die ist... ich würde mal sagen, es wird das hier sein. Das hier ist, glaube ich, die 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht auf der Zeichnung, auf dem Papier ein bisschen anders aus. Ich habe es mir extra fotografiert, weil, ja, so habe ich es immer direkt vor mir, wenn ich sowas sehe. Ist ganz praktisch. Und hier unten sehen wir eine 4, eine 1, eine 0. Ergibt 1, also brauchen wir eine 3. Und die 3 ist die Hydra, wie wir bereits wissen. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Es funktioniert genau so. Jetzt wissen wir, wie wir hier reinkommen. Revelio. Rivelium. Und hier gibt es nochmal jede Menge Rätselkram. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, wie man das hier löst. Ich bekomme erstmal einen neuen coolen Schal. Hier drüben ist eine Seite. Wo bin ich hier? Unterrichtsraum Atrimantik. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zahlen und dabei einzudösen. Zu zählen. So. Oh, das ist jetzt was. Okay, 15. Wir sehen darauf den Mulch. Den Lurchimulch und irgendwie sowas wie eine, keine Ahnung, Tentakuli. Also, Tentakuli ist 5. Der Salamander ist 6. Das heißt, hier fehlt eine 4. Und die 4, die war ja dieses merkwürdige Gesicht, Eule. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Bienenstock mit Haaren. So, dann sehen wir hier unten ein Kauz. Das ist eine 1. Nee, das ist eine 0. Eine 0. Da brauchen wir die 5. Und die 5 ist ja hier oben dieses komische Tentakuli-Vieh. Also muss da Tentakuli rein. Und es hat mal wieder funktioniert. Und hier drüben haben wir noch so ein Ding. Tentakuli war 5 plus 6 sind 11. Dann fehlt hier oben die 6. Das ist der Salamander. Die Eidechse. So. Und hier haben wir Tumor mit Arm und Bein. Das ist eine 7. Ach, guck mal hier, der Rahmen. Da brauchst du gar kein Foto. 0 bis 9. Okay, jetzt fällt es mir erst auf mit dem Rahmen. So, warte. Der ist eine 7 und eine 0. Dann fehlt eine 1 und die 1 ist das Einhorn. Oh, da war es ja schon. Kavusch. So, jetzt wissen wir auch, wie diese Türen funktionieren. Eigentlich voll simpel. Revelio. Habt ihr wieder was gelernt, liebe Kinder? Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man Sachen identifiziert. Denn das weiß ich noch nicht. Vielleicht lese ich es demnächst in den Kommentaren. Schreibt es gerne mal rein. Aber ihr wisst ja, es ist immer ein Delay dazwischen. Also wenn jetzt die Leute schreiben, das macht man so und so, dann passiert das vielleicht erst 4, 5 Folgen später. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde.
Ja, das können wir im Moment vergessen, weil wir sind jetzt im Gebäude drin. Ich habe jetzt keinen Bock, außerhalb des Gebäudes zu sein. Darum, meine lieben Kinder, machen wir Story weiter. Und zwar das hier. Und dafür muss ich sogar hier lang. Okay, das ist gar nicht mal so weit weg alles. Boah, diese ganzen Details. Hier auch dieses Wandgemälde, kann man es nicht nennen. Fresken, die leben. Das ist cool. Moment, ich muss hier oben lang. Das ist alles so cool. Das ist alles so cool. Also ich freue mich im Moment jeden Tag auf die Arbeit. Ja, das ist meine Arbeit, hier zu sitzen und mit euch gemeinsam Hogwarts zu spielen. Ob ich einen geilen Job habe? Schon, ja, doch schon. Revelio. Ihr hättet gerne meinen Job. Ey, ihr braucht dafür nur einen ansatzweise vernünftigen PC. Oder eine Konsole. Wenn ihr natürlich eine Xbox oder eine Playstation habt, dann, also eine neue, dann habt ihr natürlich einen kleinen Vorteil. Will ich gar nicht abschreiten. So, was haben wir hier? Aber so rein theoretisch, 3, 0 und die 2, das wäre der Drache. Aber so rein theoretisch kann mein Job wirklich jeder anfangen. So, das Einhorn ist eine 1 plus 4, das heißt also, wir haben 5. Es soll 12 werden, es fehlt eine 7. Das ist Oktopusauge. Na, hey! Warum hat er sich jetzt nochmal gedreht? Hier bitte hin. Ja, also jeder kann den Job gerne machen. Das ist... Revelio. Ich hatte ja auch keinen Daddy, der es an mich weiter vererbt hat oder sowas. Einfach machen, Freunde. Einfach machen. Gibt auch genügend gratis. Ich meine, die erfolgreichsten Spiele im Let's Play-Sektor sind ja auch alle gratis. Oder, ja, sehr preiswert. Ich meine, auch in GTA ist jetzt nicht umsonst, aber das kriegt man ja auch hinterhergeworfen. Wenn man da bei meinem Keyhändler sagt, da hole ich es mir, kriegst du es ja für ein paar Euro. Fortnite kostet kein Geld. Minecraft Mods kostet auch kein Geld, kriegst du auch hinterhergeworfen. Die Mods sind alle gratis. Also so gesehen, easy, ne? Hm, was zerstören wir dann? Ja, komm, dann sind halt... So viel wert sind sie auch nicht. Klar, 60 Groschen haben oder nicht haben, aber es hält sich ja auch alles in Grenzen. So, bitteschön. Drachenaugenbrille. Okay, wir müssen zu Professor Weasley. Das geht nicht mit der Fähigkeit, oder? Nein. Akio. Das war die andere. So. Livioso. Livioso. Ja, ich muss mir unbedingt ein weiteres Set holen. Muss mal wieder in den Raum der Karten, in die Kartenkammer und mir da was gönnen. Ja, und dann braucht ihr ein Mikrofon. Und ihr braucht da auch nicht das Beste der Welt, weil ich habe auch nicht das Beste der Welt. Und ich lebe davon und trotzdem bin ich höchst unprofessionell. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht.
Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, Revelio, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Vielleicht brauchen wir das hier. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wenn Magie so einfach ist, ne, zu erlernen, dann bräuchte man doch Hogwarts gar nicht, weil im Endeffekt könntest du dir das online so reinziehen. Ja, und jetzt machen sie die Handbewegung. Perfekt. Sie haben den Zauber erlernt. Üben Sie ein wenig zu Hause und lassen Sie Ihre Waschmaschine Wunderbar. Verschwinden. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Wo ist denn Ivanesco? Hier drüben. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Lumos. Ist das... Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst T. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Okay, das Bild hat über die... über den Jack in the Box sich beschwert. Sachen verschwinden lassen ergibt Mondstein. Das ist immer cool. Puff. Okay, das kann ich nicht verschwinden lassen. Wieso auch immer. Akio. Wieso auch immer muss man das hier rausziehen? Uralter Tee, der richtig ranzig ist. Aber na gut, ja, wenn es dir schmeckt. Warte, ich habe das rausgezogen, aber... Ah, warte mal. Nein. Vielleicht... Ja. Revelio. Alles für den Hochlandschal. Und was jetzt? Hier geht's nicht weiter, oder? Kann ich die verschwinden lassen? Ah ja, jetzt geht's. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Es bröckelt nur ein bisschen runter und bröselt, Revelio. Aber sonst alles gut. Lumos! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Mondstein, für was das wohl gut ist? Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Witzig. Der Raum der Wünsche... Und am Ende steht einfach nur eine Badewanne mit einem Zettel. Wasch dich. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Wasch dich endlich mal. Ha, es ist ein ganz schönes Labyrinth.
zugegebenermaßen... War das ein goldener Schnatz? Ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ich bin immer voll. Ich bin immer voll. Warte. So geht's schneller. Macht der Gewohnheit. Die sieht furchtbar lächerlich aus. Oder? Gut, zerstören wir sie. Einen neuen Schal. Ich glaube, der ist sogar besser als der, den ich hatte, ne? Ja, zerstören wir. Und zerstören wir. So, jetzt nochmal hier in den Beutel lang und wieder etwas, wo ich nicht weiß, was es kann. So, ich mach dich jetzt mal einfach hier hin. Akio. Damit ich nicht dauernd hier hin und her wechseln muss. Ha. Komm ich hier drüben durch, weil das sind ja so Bretter im Weg. Revelio. Ah, ich weiß, wie es geht. Und jetzt ziehe ich wahrscheinlich die Kiste ran. Und kann sie dann durch die Bretter looten. Akio. Oder auch nicht. Ha. Huh. Ha. Huh. Oder auch nicht. Kann ich hier drüber springen mit der anderen Kiste? Kann ich Stühle verschwinden lassen? Nee. Konfrinko! Da hinten ist auch der Schnatz. Komme ich von da vielleicht irgendwie nochmal hin? Weil wir gehen mal außen rum. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Lumos. Okay, nein, der Schnatz ist der... Ha. Was mache ich falsch? Akio. Kann man die auch so schieben? Ja. Nee, hier geht nichts. Ich kann... Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich... Dass hier irgendwas... So, aber jetzt komme ich auch nicht an die Kiste da hinten ran. Hm. Man kann die Bretter aber leider nicht zerstören, man kann nicht drüber springen. Ich bin echt verwirrt. Was habe ich noch für Optionen? Revelio. Der Schnatz fliegt ja da hinten rum. Und selbst wenn ich die Kiste loote, ändert es ja nichts. Gut, wir gehen mal außen rum, vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht ist da irgendwo noch ein Weg, irgendein Hinweis. Ihr da draußen wisst es bestimmt. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, wir kommen sogar hier wieder hin. Es gibt sogar eine Schnellreise. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendein Zauber. Ich weiß es nicht. Der Reparaturzauber? Nee. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon.
Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Aha, du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Dankeschön, endlich. So. Macht ihr alle auf einmal? Cool. Sind alle schlechter. Oh, schade. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay, ich kann auch beschwören. Cool. Wusch, wusch. Wusch und wusch. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Boah, mein eigener magischer Raum. Das ist so cool. So, wie beschwöre ich das jetzt? Ach, ich habe ja einen Zauber bekommen. Wird wahrscheinlich dann der hier sein. So, Zaubertränke. Oh, cool.
cool. Da gibt es ja auch unterschiedliche Designs. Okay, eine kleine wissenschaftliche Tränkestation mit dem Brenner zum Brauen von Tränken. Ah, und die werden dann noch immer größer und prunkvoller. So, wohin? Ah, ey, das ist so cool. Das ist echt cool. Kann man das auch drehen, Farbe ändern? Ja, nice. Ja, richtig, richtig. Ey, das Spiel, ich liebe dieses Spiel. So, drehen geht auch. Und zwar hier. Gut, dann mach ich dich mal einfach hier hin. So, beschwören. Bams. So, dann brauchen wir noch Kräuterkunde. Dann machen wir dich einfach mal hier hin. Was ist vorne, was ist hinten? Ist das vorne? Hm, sieht beide irgendwie nach vorne aus, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, das hier ist vorne. Gut. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Geil, Mann. Einfach nur richtig, richtig geil. Deshalb, weil ich habe mich schon gewundert, wir finden so viele Sachen, die so nach Einrichtungsgegenständen ausgesehen haben und ja, nichts passiert so auf die Art, ne? Wohin der ganze Kram, dachte ich mir. Irgendwo vielleicht in meinem eigenen Schlafabteil? Weil ich habe ja davor nichts über dieses Spiel gelesen. Ich habe so viele Pflanzen gesehen. Noch nie so viele Pflanzen gesehen. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht's weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Denkt ans Gewinnspiel. Auf Wiedersehen und tschüss.